Wir wollen dieses Thema vertiefen mit Professor Klaus Stöhr. Er ist Epidemiologe. Guten Abend, Herr Stöhr. Schönen guten Abend. Herr Professor Stöhr, dieses Thema mögliches Einschleppen einer neuen Virusvariante aus China nach Europa, wir haben es gerade in dem Beitrag gehört, das weckt dunkle Assoziationen, Stichwort Norditalien, Mailand. Jetzt haben Sie mir im Vorgespräch aber gesagt, für Angst besteht kein Anlass. Warum denn nicht, wenn mehrere tausend Chinesen am Tag demnächst nach Europa reisen dürfen und wollen? Ja, ich schaue mal zurück. In 2019 sind ungefähr 16.000 Touristen aus China jeden Tag nach Westeuropa eingereist. Wenn man da mal annimmt, ganz konservativ, dass da 30% jetzt infiziert wären, dann wären das 6.000 pro Tag. In Westeuropa leben 300 und ja, 20 Millionen Menschen ungefähr. Täglich werden in Deutschland ungefähr 30.000 Positive gemeldet. Wenn man das hochrechnet, dann sind das ungefähr 100.000 in Westeuropa. Da kommt dann 6.000 aus China dazu. Die Dunkelziffer ist riesig in Westeuropa. Das ist dann vielleicht 1% mehr. Also darf man auch nicht vergessen, das Virus zirkuliert großflächig in allen westeuropäischen Ländern. Das sind nur nicht so ganz viele Fälle, die berichtet werden, ganz einfach, weil nicht getestet wird und weil die sehr hohe Immunitätsdichte existiert. Also wir haben sehr wenig Menschen krank, aber geben viele Menschen das Virus weiter. Also dass das Virus jetzt hier stärker zirkulieren wird, mehr Menschen erkranken in irgendwelchen signifikanten Größenordnungen, wenn selbst wenn pro Tag diese Peakzeiten von 2019 mit den 16.000 eingereisten Chinesen erreicht wird und wenn man wirklich sehr konservativ rechnet, dass 30% da infiziert werden. Also das ist alles weit davon entfernt, irgendeinen Einfluss darauf zu haben, was hier in Europa passiert. Also Sie und auch Kollegen von Ihnen raten der Bevölkerung zu Gelassenheit, Herr Professor Stöhr. Aber was ist denn, wenn neue Mutationen, neue Varianten auftreten und aus China eingeschleppt werden? Ja, da gibt es drei Dinge zu sagen. Also erstens ist es wahrscheinlicher, dass solche sogenannte Immunfluchtvarianten, die dann den Immunschutz aus Impfung und auch aus Infektion unterlaufen, dort entstehen, wo schon sehr viel Immunität herrscht. Da haben die nämlich einen Vorteil. Und wo ist die Immunität höher? In China oder in Westeuropa oder in Nordamerika? Natürlich hier ist die Immunität viel höher. Also wenn irgendwo Varianten entstehen, dann wahrscheinlicher in den USA oder in Europa ist das eine. Und das zweite, nehmen wir mal an, die Variante würde in China entstehen, dann werden auch die Tests an den Flughäfen sagen, nichts daran ändern, dass die innerhalb von Stunden, Tagen bei uns ist. Denn die Tests an den Flughäfen sind ja auch nicht hundertprozentig. Das rutscht durch. Es gibt viele asymptomatisch Ausscheidende. Die Tests können das nicht verhindern. Also wenn man das Ziel hat, hier Infektionen zu minimieren durch Einreisen, das ist nicht wirksam. Wenn es darum geht, die Einschleppung von Varianten zu verhindern, wird das auch nicht funktionieren. Allerdings muss ich sagen, dass es natürlich besser wäre, wenn wir wüssten, was für Varianten in China zirkulieren. Das würde für die Vorhersage und die Entwicklung von neuen Impfstoffen schon helfen. Es würde einige Tage oder eine Woche, zwei an Vorteil bringen, aber nicht vergessen. Wenn dann Impfstoff neu hergestellt werden müsste, würde das zwischen 4 und 6 Monate auch noch dauern. Also es hätte für uns jetzt in diesem Winter gar keine Relevanz mehr. Also ich sehe das als einen Sturm im Wasserglas an. Dieses Testen ist so hilfreich wie ein Löffel bei einer Messerstecherei gegenwärtig. Also das passt irgendwie nicht dazu. Herr Professor Stöhr, würden Sie sagen, es geht ja morgen auf der EU-Ebene um die mögliche Abstimmung von Maßnahmen. Da geht es ja auch um die Frage Variantenmonitoring. Würden Sie sagen, zum jetzigen Zeitpunkt reicht das aus? Genau, also Monitoring ist wissenschaftlich nicht uninteressant. Die Chinesen publizieren ja keine Daten noch nicht oder nicht über welche Variante zirkulieren. Und wenn man dann jeden hundertsten Passagier fragt, ob er einen Abstrich zulassen würde, dann kann man denen auch noch Geld geben oder es sind bestimmt ein paar Freiwillige, dann wäre das gut. Vielleicht eins noch hinzugefügt. Man müsste das ja auch praktikabel umsetzen, wenn man das jetzt, wenn man Leute findet, die positiv sind. Nun liegt aber Hessen, sagen wir mal, der Frankfurter Flughafen liegt ja in Hessen und Hessen gibt es keine Isolationspflicht. Also wer jetzt da positiv kommt, was macht man dann mit dem? Also praktikabel ist das auch nicht. Ist auch nicht verhältnismäßig. Gegenwärtig sind weniger als 10% der Erkrankten mit schweren Atemwegsinfektionen durch Corona verursacht. Also wenn man auf Influenza testen würde, das würde dann vielleicht noch mehr Sinn ergeben. Professor Stöhr, vielen Dank für Ihre Zeit und danke für diese aktuellen Einschätzungen zur Covid-Lage.
Sehr gerne.